Hallo, liebe Luise. Ich möchte dir heute auch ganz, ganz herzlich gratulieren zu deiner grandiosen, mega tollen Leistung und dazu, dass du jetzt endlich auch Direktorin bist. Ich freue mich unheimlich für dich, weil du mir unheimlich sympathisch bist. Das habe ich sofort gemerkt, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Leider ja nur via Zoom, wie das jetzt wohl die neue Wahrheit ist, sozusagen. Und fand es damals schon total bemerkenswert, mit welchem Selbstbewusstsein du aufgetreten bist, wie selbstverständlich du das alles ja, anpackst und mit welcher Power du vorangehst. Also das hat man sogar durch sämtliche Leitungen spüren können, dass das genau dein Ding ist und dass du damit auch richtig, richtig weit kommen kannst, wenn du das willst. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was ich dir mit auf den Weg geben kann und bin letzten Endes ein bisschen dabei gelandet, bei den Sachen, die mich am Anfang jetzt begleitet haben. Und zwar möchte ich dir eigentlich nur einen Tipp geben. Und zwar bleib immer du selbst, bleib dir selbst treu und lass dich um nichts in der Welt unter Druck setzen oder stressen oder. Du wirst jetzt als Direktorin in eine riesengroße neue Welt entführt, die sämtliche Möglichkeiten mit sich bringt, die tausend Gruppen mit sich bringt, mit so viel Input und so vielen Ideen. Du wirst dich am Anfang nicht retten können mit Vorschlägen, die du dir selbst machst, weil du denkst, oh, das ist eine gute Idee, das muss ich noch machen. Und was? Ach, das und organisieren muss ich mich und das und jenes. Pass bitte auf, dass du darüber nicht den Spaß an der ganzen Sache verlierst und auch nie den Blick dafür, warum du das machst, was du machst. Bleib einfach du selbst, mach dir deinen Weg so, wie er dir gefällt, wie du dich wohlfühlst damit. Hol dir den Input, den du brauchst, aber auch nicht zu viel, ne? Weil dann, ja, also mir ist es zumindest so gegangen, man vergällt sich dann manchmal selbst ein bisschen damit, mit den ganzen tausend Sachen, die einen da umschwirren. Man muss einfach gucken, was zu einem passt, womit man sich wohlfühlt und das dann auch wirklich so reduzieren, dass es sich noch gut anfühlt. Und das ist auch das, was ich dir mit auf den Weg geben will. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit allem, was kommt. Hoffe darauf, dass wir uns auch mal in live kennenlernen und wünsche dir trotz allen Umständen heute so einen schönen Tag. Ich bin in Gedanken ganz sehr bei dir. Ja? Mach's gut. Tschüss.